ein berühmter Prediger wurde einmal auf einer großen Konferenz gefragt, was denn heutzutage das Problem der Christen ist. Und die vielen Zuhörer waren gespannt auf seine Antwort. Was ist das Problem der Christen heutzutage? Und man hätte viele Antworten erwarten können. Christen reden zu viel und handeln zu wenig. Christen sind untereinander so verstritten und sind sich nicht einig. Die Gemeinden passen sich dem Zeitgeist an. Aber seine Diagnose war weit grundlegender und ernster, als die Zuhörer es erwartet hatten. Er sagte, das Problem der Christen heutzutage ist, dass sie vergessen haben, wer Gott ist. Wir beginnen heute eine Predigtserie mit dem Titel Das Wesen Gottes. Und ich weiß bereits, dass die Ankündigung dieses Themas, dass wir uns jetzt mehrere Wochen schlicht und ergreifend damit beschäftigen, wer ist Gott, dass das auf geteilte Meinungen in diesem Saal stößt. Diejenigen unter euch, die den Herrn kennengelernt haben, über euch kann ich prophetisch sagen, ihr sagt euch zumindest im Innern, yes, es gibt kein besseres und tieferes und höheres und herrlicheres Thema als Gott. So wie Spurgeon es sagte, die höchste Wissenschaft, das erhabenste Nachsinnen, die mächtigste Philosophie, der sich ein Kind Gottes voller Aufmerksamkeit widmen sollte, ist der Name, das Wesen, die Person, das Werk, die Taten und die Existenz des großen Gottes, den wir Vater nennen dürfen. Und diejenigen unter euch, die Gott noch nicht wirklich kennengelernt haben, die werden eher das Gegenteil als Reaktion haben, nämlich ein, oh nein, einfach nur über Gott sprechen, das ist ja die Höchststrafe. Was hat das denn mit meinem Alltag zu tun? Unsere Vorstellung ist dann in etwa so, und das ist bei den meisten Menschen, die Gott nicht in ihrem Leben haben, so, sie denken, dass Gott irgendwo weit weg ist und in seiner Welt lebt, aber ich bin nun mal hier und das ist meine kleine Welt. Und ich weiß beim besten Willen nicht, wo sich Gottes Welt und meine Welt trifft. Und genau in diese Vorstellung eines Gottes sprach der Apostel Paulus schon vor 2000 Jahren hinein, als er zu den Griechen in Athen sprach mit ihren kleinen lokalen Gottheiten oder Göttlein und sagte zu ihnen Folgendes, dass in ihm leben wir und in ihm bewegen wir uns und alles Leben und all unser Atem kommt von ihm. Gott muss nicht irgendwie erst in deine Welt hineintreten, du lebst bereits in seiner. Das ist schon mal eine gute Anfangsvorstellung von Gott. Und wenn das wahr ist, lass mich dich bitte lieber Besucher, liebe Besucherin herausfordern. Wenn das wahr ist, dann sind wir uns doch zumindest einig, dass wenn es da diesen Gott gibt, der dein Ursprung ist, der Schöpfer ist, der Erhalter ist, der die Endstation von allem ist, der den Plan hat, der sich alles erdacht hat, der hinter deinem Leben und deiner Existenz steht, dann gibt es keine höhere oder wichtigere oder lebensrelevantere Frage als wer ist dieser Gott? Gleichzeitig ist es ja aber so, wir reden hier von Gott. Gott kannst du nicht mal auf die Schnelle kennenlernen? Gott kannst du nicht mal in einer Predigt kurz vorstellen? Denn der Gott, wie die Bibel ihn uns vorstellt, ist unbegrenzt. Und es gibt in der Theologie so eine Aussage, nämlich, dass das Begrenzte nicht das Unbegrenzte fassen kann. Mit dem Begrenzten, ihr Lieben, sind wir gemeint. Wir sind begrenzt und deswegen können wir ein unbegrenztes Wesen überhaupt nicht gedanklich umfassen. Es ist unmöglich. Und der Prediger Steve Lawson sagt das mal so, wenn du die biblische Lehre, also die wahre Lehre über Gott verwirfst, verlierst du deine Seele. Aber wenn du die Lehre über Gott annimmst,
verlierst du deinen Verstand. Gott ist unendlich größer als alles, was wir kennen. Römer 11, 33 bis 36. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unergründlich seine Wege. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wenn diese Predigtserie, wenn wir beschließen würden, dass wir deshalb, weil Gott so unbegrenzt ist, dass wir deshalb entscheiden, wir machen diese Predigtserie bis zum Ende unserer Tage, bis zum Ende meines Pastorenamtes hier oder bis zum Ende, wenn keiner mehr von uns lebt, dann wäre das in etwa so, als hätten wir am Ende dieser Predigtserie einen kleinen Becher, so einen kleinen Abendmahlskelch aus dem Ozean Gottes geschöpft. Nur, dass dieser Gott ein Ozean ist, der weder einen Grund besitzt noch Ufer. Es ist per Definition ein unmögliches Unterfangen, Gott völlig zu erfassen und kennenzulernen. Aber genau das macht ihn so faszinierend. Es ist ein bisschen so, wie man guckt als Kind hoch in die Sterne und irgendwann stellt man die Frage, Papa oder Mama, wie viele Sterne gibt es eigentlich? Und da haben die Kinder noch gar keine Ahnung, wie groß denn einzelne dieser Sterne sind, vor denen die Erde, worauf wir leben, was für uns gigantisch ist, wie ein kleines Sandkorn verblasst. Und vor wenigen Jahrhunderten dachte man noch, ja, so 3000 Sterne. Und plötzlich die ersten Weitsichtgeräte, Teleskope, und dann sind es plötzlich Zehntausende. Und dann sind es Hunderttausende. Und heute wissen wir, es gibt eine Anzahl an Sternen, deren Anzahl unsere gedankliche Vorstellung schlicht und ergreifend hinter sich lässt. Aber was wir nicht vergessen dürfen ist, es gibt die Zahl. Es gibt eine exakte Zahl an Sternen. Das Universum ist nicht ewig. Es kommt uns ewig vor und wir finden kein Ende. Aber es gibt eine exakte Anzahl an Sternen. Es gibt nicht ewig viele Sterne. Aber gerade wenn wir vor dieser Größe verblassen, dann verblassen wir umso mehr davon, dass das alles ist begrenzt. Aber Gott ist tatsächlich ewig. Und ihr Lieben, in dieser Predigtserie, ja, es geht darum, dass wir auf diesen Gott blicken wollen und uns in der wahren Vorstellung von Gott, wie er sich uns in seinem Wort offenbart, völlig verlieren wollen. Es geht um mehr. Es geht darum, diesen lebendigen Gott tatsächlich und persönlich kennenzulernen. Das ist, worum es uns geht. Gott kennen. Diesen Gott kennen. Drei Punkte habe ich uns mitgebracht. Das erste, die Realität, Gott zu kennen. Zweitens, die Auswirkungen, Gott zu kennen. Drittens, die Gefahr, Gott zu erkennen. Erstens, die Realität, Gott zu kennen. Jesus sagte es so in Johannes Kapitel 17, Vers 3. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, kennen. Kennen. 1. Johannes 2, Vers 13. Ich schreibe euch dies, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, kennengelernt habt, der von Anfang an ist. Gott kennen ist in der Bibel eine Realität. Und das ist für einige hier ein Schocker. Ja, wir reden hier davon, diesen Gott persönlich zu kennen und in einer Beziehung zu ihm zu stehen, in einer Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und das ist unserer Gesellschaft zutiefst zuwider. Denn gerade auch, weil zunehmend mehr Vorstellungen und Weltanschauungen nebeneinander existieren sollen, werden diejenigen als gefährlich eingestuft, die meinen, etwas tatsächlich erkannt zu haben. Aber ich möchte uns nur sagen, das darf uns nicht dazu führen, zu relativieren, was Gott in seinem Wort über sich sagt. Denn dass es eben nicht, wie in unserer Gesellschaft gedacht, darum geht, dass wir diejenigen sind, die eine bestimmte Hoffnung, eine vage Vermutung, ein Wunschdenken der Zukunft oder einen gedanklichen Trost in Gott umfasst haben. Quasi etwas, das alles andere ist als gewiss.
Nein, Glaube ist nicht so nach dem Motto, ich glaube, morgen gibt's gutes Wetter. Ich glaube, ich werde diese Krankheit überwinden. Ich glaube, ich habe genug gelernt für diese kommende Prüfung. Nein, nein, nein. Glaube, wie die Bibel es definiert, ist völlig anders. Das vage Vermuten, das probier es halt mal aus, so quasi versuch doch mal, dich an etwas festzuhalten, was du gar nicht kennst, ist absoluter Irrsinn. Nein, der biblische Glaube ist das Erkannthaben Gottes selbst. Wahrer Glaube bedeutet, Gott kennengelernt zu haben. Wirklich zu wissen, dass er der lebendige Gott ist und ihn im Leben zu haben. Mit Gott kennen meinen wir natürlich nicht, dass jemand, wenn er sagt, ich kenne Gott, dass er Gott völlig erkannt hat. Nein, das können wir nicht behaupten. Das Begrenzte kann das Unbegrenzte unmöglich umfassen. Gleichzeitig dürfen wir aber auch nicht ins andere Extrem gehen und sagen, ja, Gott kannst du ja gar nicht kennen, er ist viel zu groß. Deshalb kann kein Mensch wirklich Gott kennen. Nein, auch das müssen wir verwerfen. Wir kennen den lebendigen Gott, weil er sich uns vorgestellt hat in Jesus Christus. Genauso wie ich meine Ehefrau kenne. Und ihr Lieben, selbst zwischen mir und meiner Frau ist das ja so. Ich kenne noch nicht alles über sie. Wir sind fast 10 Jahre verheiratet. Ja, ich weiß viel über sie, ich kenne sie, aber ich kenne sie immer noch nicht vollständig. Es gibt noch viel, was ich über sie zu lernen habe. Und es gibt noch viel, was ich an ihr kennenlernen kann. Aber das hebt nicht das stellt nicht die Tatsache in Frage, dass ich mit Gewissheit sagen kann, ihr Lieben, ich kenne meine Frau. Die Beziehung, die wir haben, ist echt. Die Gespräche, die wir haben, sind echt. Die Gemeinschaft, die wir erleben und genießen, ist real. Gott kann man kennen. Das ist gewaltig. Was bedeutet Gott zu kennen? Das Alte Testament gebraucht hierfür ein interessantes Wort, nämlich Yada. Gott kennen, Yada. Und das ist anders, wie wir es im Deutschen heute verwenden. Weil bei uns kann man denken, da geht es um Wissen über zu haben. Wie so ein Stalker, der kann dir sagen, hey übrigens, der Pyjama, mit dem du heute Nacht geschlafen hast, ist richtig schön, gefällt mir. Der kann erschreckend gute Informationen über einen haben, der Stalker. Aber würde niemals sagen, er kennt mich. Nein, er kennt mich nicht, ich finde ihn abstoßend, ich möchte überhaupt nicht mit ihm eine Beziehung haben. Und genauso mit Gott kennen meinen wir nicht, Wissen über Gott zu haben. Du kannst die Bibel 100-mal gelesen haben und das mit einem stolzen und selbstgenügsamen Herzen und du brichst überhaupt nicht dahin durch, diesen Gott persönlich kennenzulernen. Vielmehr bist du der Richter über Gott und du urteilst über das, was da drin steht, aber du kommst gar nicht dazu, zu sehen und zu erkennen. Und in Genesis Kapitel 4, da sehen wir dieses Wort kennen in einem interessanten Kontext. Ihr alle habt diesen Satz, glaube ich, schon mal gehört. Da heißt es nämlich im Text, am Anfang von 1. Mose 4, und Adam erkannte seine Frau Eva. Und ihr wisst, was das heißt. Er schlief mit seiner Frau. Das ist das hebräische Konzept von kennen, von erkennen. Es bedeutet ganz ineinander verschlungen sein, nahe sein, zusammen sein. Kennen. Und das ist das Wort, was Gott in seinem Wort gebraucht, um uns zu zeigen, er will, dass wir ihn kennen. Er will nicht eine Beziehung, dass wir hier unten sind und dann haben wir ab und zu mal einen Hoffnungsgedanke nach oben, sondern Gott kennen. Darum geht es. Das ist die Botschaft der Bibel. Gott will von uns gekannt werden und an Gott glauben ist dasselbe wie zu sagen, Gott zu kennen. Und deshalb kennst du Gott. Kennst du Gott? Nein, ich meine nicht, ob du Gott völlig und durch kennst. Nein. Aber genauso wenig meine ich, vermutest du, wer Gott ist? Glaubst du irgendwie an ihn oder kennst du ihn? Das ist die Frage. Wer Gott kennt, ist in Gemeinschaft mit ihm getreten. Ist das eine Realität deines Lebens, dass du Umgang, Freundschaft hast mit dem lebendigen Gott? Und ich glaube fest daran, dass hier gerade Leute sind in diesem Saal, jetzt. Und das gibt diesem Moment ewiges Gewicht, ihr Lieben. Ich erzittere vor diesem Gedanken, dass hier Leute sind, die sind von ihrem Glauben an Gott so dermaßen zu Tode gelangweilt. So zu Tode gelangweilt. Gelangweilt vom Bibelstudium. Das Bibelstudium wie Höchststrafe sagt einem nichts. Man kapiert nicht, was man überhaupt macht. Man hat keine Freude daran. Das sind Leute, die es nicht aus ihrem eigenen Leben kennen, die Tür ihres Zimmers zu schließen
um Zeit mit ihrem Gott im Gebet zu verbringen. Wenn dir das fremd ist und Gott für dich in Wahrheit, auch wenn du hier bist, auch wenn du teilnimmst, auch wenn du mitarbeitest und all das tust, frage dich bitte ehrlich und gib es zu, zumindest vor dir selbst. Ist Gott für dich langweilig? Denn dann habe ich eine frohe Botschaft für dich. Die schlechte ist, dein Glaube ist nicht echt. Die gute ist, der Gott, an den du glaubst, dieser langweilige Gott, ist ein Hirngespinst. Das ist nicht der lebendige Gott der Bibel. Und wenn du einen Glauben hast, der dich zu Tode langweilt, dann ist die frohe Botschaft, dass das kein echter Glaube ist und dass du heute zum lebendigen Glauben an Christus kommen kannst. Denn er ist hier und er will gekannt werden. Er will erkannt werden. Er will Gemeinschaft, ja da, einander erkennen, einander gehören. Ist heute vielleicht der Tag gekommen für dich, an dem du deinen bisherigen Langweiler-Glauben an die Tür hängst und sagst, Herr, lass mich dich kennenlernen. Und Gott zu erkennen hat dramatische Auswirkungen auf das Leben. Und natürlich weiß ich, da sind auch viele hier, die glauben an den Herrn Jesus Christus und die kennen ihn. Die können gar nicht zeigen, so zeitlich, wann genau es bei ihnen Klick gemacht hat. Die können nicht sagen, an dem Tag habe ich die Wiedergeburt erlebt. An dem Tag ist mein Glaube lebendig geworden. Viele können das nicht so genau präzisieren. Aber was du präzisieren kannst, ist, dass wenn du lebendigen Glauben an den lebendigen Gott der Bibel hast, dann hat das Auswirkungen in deinem Alltag, in deinem Leben, in deinem Denken, in allem, was du bist. Und was sind die Auswirkungen? Damit komme ich zum zweiten Punkt. Die Auswirkungen, Gott zu kennen. Als erstes, es ist eine Realität, dass man Gott kennen kann. Und das ist das Ziel Gottes in deinem Leben, dass du ihn kennst. Zweitens, die Auswirkungen, Gott zu kennen. Die erste Auswirkung ist, dass wenn ein Mensch Gott kennenlernt und kennengelernt hat, es gibt von diesem Moment an nichts Höheres für diesen Menschen als Gott und ihm nahe zu sein. Im Psalm 73 steht dieser berühmte Satz von Asaf: Gott zu nahen ist mein Glück. Jeremia 9, Vers 22 und 23, dort sagt Gott: Wer sich rühme, der rühme sich nicht, ich sage es mit eigenen Worten, der rühme sich nicht über seine Weisheit oder über seinen Reichtum oder über seine Begabung oder seiner Gesundheit oder seiner tollen Familie, sondern wer sich rühmt, wer sich wirklich an etwas zutiefst und überfließend freut, dann rühme er sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu kennen. Philipper 3, Vers 7, und das lade ich euch ein aufzuschlagen. Philipper Kapitel 3, da wollen wir einige Verse miteinander lesen, die uns zeigen, was hat es für Auswirkungen, wenn jemand wirklich Gott kennt. Hier spricht der Apostel Paulus, der vor seiner Begegnung mit Jesus eine steile Karriere, einen optimalen Lebensverlauf hingelegt hat. Und dann begegnete ihm Jesus Christus. Und hier spricht er rückblickend davon, was das für sein Leben für Auswirkungen hatte. Und ich steige direkt ab Vers 7 ein, Philipper 3, Vers 7. Dort sagt Paulus: Aber was auch immer für mich Gewinn gewesen ist, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich erachte es als Dreck, damit ich Christus gewinne. Also hier ist jemand, der hatte alles, was nach damaliger gesellschaftlicher Vorstellung das Lebensziel war. Der Name war damals so wichtig. Er hatte einen optimalen Namen. Er kommt aus einer geschätzten Ahnenlinie. Er war von seinem Ursprung dafür prädestiniert, ein Aufsteiger der Gesellschaft zu sein. Er war die Hoffnung der neuen Generation, so spricht er von sich selbst. Er hat geeifert, er war erfolgreich in dem, was er tat. Die Angesehensten haben ihm ihr Vertrauen geschenkt. Und dann begegnet ihm Jesus. Und dreimal macht er hier in diesem einen Satz klar:
Es ist alles Verlust, jetzt da ich Jesus kenne. Und einmal, man möchte fast sagen, geht er schon einen Schritt zu weit. Und er bezeichnet alles als Dreck. Müll. Wörtlich übersetzt Straßenkot. Gegenüber Jesus Christus, den lebendigen Sohn Gottes, zu kennen. Er will Jesus kennen und alles andere ist Verlust. Gott zu kennen hat die erste Auswirkung, dass wenn man ihn kennt, kennt man nichts Höheres als ihn. Ihr Lieben, alle Menschen sind auf der Suche, alle Menschen, ob sie es zugeben oder nicht, du bist auf der Suche. Egal, ob du ein Buch öffnest oder eine Serie anschaltest, die Zeitung liest, auf die Arbeit gehst, eine Beziehung beginnst. Wir suchen die Fülle des Lebens in dieser Welt. Und das sind eigentlich nie die Dinge an sich. Du nimmst nicht ein Buch in die Hand, um Buchstaben von einem Blatt Papier abzulesen, sondern du suchst. Und nur mal, um dieses Beispiel aufzugreifen, warum lesen wir Geschichten? Warum lieben wir Geschichten? Weil wir suchen. Wir suchen das Happy End. Wir suchen, dass die Gerechtigkeit triumphiert. Wir suchen wahre Liebe, wo jemand sich für jemand anderen hingibt und aufopfert, weil das ist, wonach wir uns für uns persönlich sehnen. Also egal, ob wir es in Geschichten, also Büchern suchen oder in irgendwelchen Religionen oder im Materialismus, egal, wo wir suchen, aber da, wo wir die größte Größe und das eine Unendliche, das alles in den Schatten stellt, über Bord werfen und in die Abstellkammer stellen, nämlich den lebendigen Gott, da suchen wir im Staub dieser Welt, den wir aufwerfen und suhlen, suchen wir das, was wir vor dem Thron des Himmels alleine finden können. Gott zu kennen hat zur Folge, dass Gott zu kennen das Höchste für dich im Leben ist und nichts dem gleichkommt. Petrus sagte, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir können nicht mehr woanders hingehen. Die Welt stellt uns nicht mehr zufrieden. Unser Fischerberuf stellt uns nicht mehr zufrieden. Nein, du bist es. Und David sagt es in Psalm 16, Vers 10. Vor deinem Angesicht, das heißt in der Gemeinschaft mit dir, im Kennen deiner Person, ist Freude in Fülle. Das ist ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob ihr schon mal so ein Video gesehen habt, wo ein kleines Kind, was so, ich weiß nicht genau, wie da die Fachbezeichnung ist, aber was fast vollständig taub geboren wurde, bekommt dann so ein Hörgerät ins Ohr gesetzt und kann dann zum ersten Mal die Stimme seiner Mutter hören. Habt ihr mal so ein Video gesehen? Die sind ja eine Zeit lang so richtig viral gegangen. Und das Kind, und es gibt Videos, da fangen diese kleinen Kinder, die fast noch Babys sind, die fangen an vor Freude zu weinen, weil sich ihnen gefühlt eine neue Welt aufgeschlossen hat. Oder es gibt diese Brillen, die man Leuten schenken kann, die bisher farbenblind gewesen sind. Und dann bekommen die das so als Geburtstagsgeschenk und im Video, und dann heißt es, setz mal die Brille auf. Und dann setzt die Person die Brille auf und auf einmal, erst was die Person macht, nimmt die Brille ab und wischt sich die Tränen fort, weil sie zum ersten Mal die Farbe blau oder, sorry, ich bin nicht der Fachmann, ich weiß nicht, für welche Farbe man alles farbenblind sein kann, aber wo zum ersten Mal Farben sieht, die sie noch nie vorher gesehen haben. Und das sind aber alles, ihr Lieben, Erfahrungen unter dem Himmel, auf dieser Erde, die schon so herrlich sind. Aber wenn wir Gott kennenlernen, dann schließen sich ewige Welten auf von Neuem, von Größerem, von Tieferem, von Erhabenerem, von Herrlicherem. Gott ist die Verkörperung dessen, was deine Seele sucht und er will, dass du ihn kennst. Zweite Auswirkung ist, wir werden in diesem Kennenlernen Gottes und in diesem Anblick Gottes werden wir verändert. Es nimmt dramatische Auswirkungen auf unser Leben, auf unseren Alltag. Und deshalb hat auch jemand gesagt, sich mit Gott allein zu beschäftigen, ist das Praktischste, was du tun kannst. Gott zu kennen verändert dein Leben dramatisch. Daniel, Kapitel 11, Vers 32, dort heißt es, das Volk, das seinen Gott kennt, und jetzt ist die Auswirkung, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich mächtig erweisen und entsprechend handeln. Gott zu kennen bedeutet, Anteil an seiner eigenen Person zu bekommen. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, heißt es in Gottes Wort. Das bedeutet, Gott liebt uns so radikal, wo wir ihn kennenlernen, dass wir da auch seine Liebe kennenlernen. Und diese Liebe, die fließt so allumfassend auf uns herab, dass wir
dass wir überfließen und wir selbst anfangen zu lieben und Menschen voller Liebe zu werden. Wir haben es vorhin gehört, Adam erkannte Eva, heißt es. Und bei Trauversprechen ist es heute ganz modern zu sagen, ich bin dein und du bist mein. Weil genau darum geht's. Zwei Leben verschmilzen. Was dir gehört, gehört jetzt auch mir. Und genau so ist das mit dem lebendigen Gott. Fasse das mal einer, ja? Dass David sagen kann, und das ist mein Taufspruch, Psalm 18, Verse 1 bis 2. Ich liebe dich, Herr, jetzt kommt's, Herr, meine Stärke. Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter. Mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Wie oft kommt das Wort mein in diesem Anfang des Psalms vor? Ja, Gott wird dein mit allem, was er ist. Gott wird unser und das verändert uns. Wir bekommen Anteil an seiner Stärke, an seiner Liebe, an seiner Gerechtigkeit, an seiner Weisheit, an seiner Heiligkeit, an seinem Schutz. An allem, was ihn ausmacht. Wir bekommen Anteil an einer Quelle, die niemals versiegen wird, denn er ist Gott. Und das hat auch dramatische Auswirkungen darauf, wie wir in dieser Krise leben. Denn unser Leben hat seine Wurzeln nicht darin geschlagen, wie die Gesellschaft stabil ist oder auch nicht. Unser Leben ist nicht verwurzelt in unserem Gesundheitszustand, in der Beständigkeit unseres Gehalts oder in der Qualität unserer Politiker oder Politik. Nein, es ist auch nicht verwurzelt in unserem Beziehungsgeflecht und wie sehr wir von Menschen angenommen oder verachtet sind. Nein, unser Leben wurzelt in dem lebendigen Gott. Und deswegen ist eine Auswirkung in dieser aktuellen Krise, dass das Leben derer feststeht, die Gott kennen. Eine dritte Auswirkung. Gott zu kennen hat zur Folge, dass man plötzlich alles andere versteht. C.S. Lewis, berühmter Schreiber, Philosoph, auch Gläubiger, der die Chroniken von Narnia geschrieben hat, er sagte einmal diesen treffenden Satz: Ich glaube an Gott, genauso wie ich an die Sonne glaube. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere erkenne. Weißt du, dass das genauso ist, wenn du Gott erkennst? Wenn du Gott erkennst, dann hast du die Sonne, die allem Licht gibt, erkannt. Wenn du Gott erkannt hast, dann hast du Verstand, dann hast du Einsicht, dann bekommst du Weisheit für dein wirkliches, echtes Alltagsleben. Sprüche 9, Vers 10, dort heißt es, den Höchsten zu kennen, bedeutet Verstand zu haben. Man versteht das Leben, wenn man Gott kennt. Man versteht den Zustand der Menschheit. Einerseits, wieso der Mensch so faszinierend ist und sich so abhebt von allen anderen Geschöpfen. Und andererseits, warum der Mensch so etwas Schreckliches ist und so etwas Schreckliches tut. Warum Kriege, warum Freude an Zerstörung, warum Machtbesessenheit und dergleichen. Man versteht, warum Beziehungen unter uns Menschen so sind, wie sie sind. Warum wir uns danach so sehr sehnen und warum wir so oft daran zerbrechen. Man versteht, wer man selbst ist. Man bekommt plötzlich Einblick in sein eigenes Herz. Man versteht, wozu man da ist. Man versteht den Sinn des eigenen Lebens. Und ihr Lieben, man versteht auch, was in unserem Land gerade passiert. Man versteht es. Ich verstehe nicht jedes Detail, aber ich verstehe zu 100%, was gerade in Deutschland für ein Prozess abläuft. Nämlich das Fundament, das zwar nicht die Bibel war, aber doch von der Bibel her geprägt, wird systematisch gewollt und bewusst Stück für Stück abgetragen und es wird ein neues Fundament gelegt. Und was Menschen nicht erkennen, ist, dass die Bibel, da sage ich glasklar, und wer diese Aussage irgendwie, wer damit ein Problem hat, bitte tut euch keinen Zwang an, kommt und stellt Rückfragen. Ich will hier keinen Quatsch erzählen. Die Bibel ist das einzige Fundament, das für eine tolerante Gesellschaft sorgen kann. Denn die Bibel lehrt uns einerseits, es gibt absolute Wahrheit. Und die gleiche Bibel lehrt uns, betet für die, die euch verfolgen, was weit mehr ist, als nur Leute zu tolerieren. Es bedeutet, Leute zu lieben, die einem entgegengesetzt sind. Und deswegen zeichnen sich Christen auch in einer Zeit der Verfolgung dadurch aus, dass sie nicht zu Waffen greifen.
das Christentum ist nicht gewachsen. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, das Christentum ist nicht innerhalb einer Generation über das ganze römische Imperium geflutet, weil Christen Menschen zum Glauben gezwungen oder sie getötet haben, sondern hat sich so schnell ausgebreitet, während Christen getötet wurden. Die Bibel ist das einzige Fundament für eine wirklich tolerante Gesellschaft, denn Gott lässt seine Sonne aufgehen über Gerechten und Ungerechten. Gott ist geduldig allen Menschen gegenüber, gibt ihnen Lebenszeit, gibt ihnen Raum, ihn zu finden, zu ihm umzukehren. Aber wir leben in Deutschland, dass das Fundament abgetragen wird. Und während wir uns rühmen, eine tolerante Gesellschaft zu sein, ist doch die Intoleranz nur umgelagert worden, indem man gegenüber denen keinerlei Toleranz empfindet oder auslebt, die sagen, es gibt eine bestimmte Wahrheit. Sie tun keinem Menschen was zuleide, sie greifen niemanden an, sie zwingen niemandem ihren Glauben auf, aber sie werden geächtet und sie werden angefeindet. Und das gewinnt mehr und mehr Gestalt, weshalb wir für unser Land beten sollten. Aber was ich sagen möchte, ist, Gott zu erkennen hat die Auswirkung, dass Gott das Höchste ist und mit ihm Gemeinschaft zu erleben, das Höchste für dich im Leben ist. Es gibt nichts Höheres im Leben für dich als Gott. Zweitens, dass du in diesem Kennen Gottes verändert wirst. Du erkennst dich selbst, dass da Veränderungsprozesse ablaufen, weil das Wesen Gottes auf dich abfärbt. Und drittens, du verstehst den Rest des Lebens. Nicht jedes Detail, aber du verstehst, was in der Welt abläuft. Du verstehst, wer du selbst bist. Und du verstehst, was das Ziel des Lebens ist. Und umgekehrt kann man auch sagen, es hat dramatische Auswirkungen, Gott nicht zu kennen, ihr Lieben. In Hosea 4, Vers 1 heißt es, und dort spricht Gott, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Kenne Gott nicht und du gehst zugrunde mit deinem Leben. Und komme ich zum letzten Punkt dieser Predigt. Drittens, die Gefahr, Gott zu erkennen. Die Gefahr, Gott zu erkennen. Ich spreche hier nicht von der Gefahr, Gott nicht zu kennen. Und das ist eine gewaltige Gefahr, denn Gott nicht zu kennen bedeutet, am Ziel des Lebens vorbeizurauschen und seine Seele für Zeit und Ewigkeit zu verlieren. Aber ich spreche tatsächlich von der Gefahr, Gott kennen zu lernen. Wir haben bereits gesehen, Gott zu kennen bedeutet, ihn nahe zu kommen. Und das klingt eigentlich alles so wunderbar, dass wir Anteil an Gott bekommen und dass wir den kennen dürfen, von dem alles ist und zu dem alles ist und der alles durchdringt und der die Macht hat und den Plan hat. Das klingt alles so positiv. Ja, warum kommen denn nicht alle Menschen zu diesem Gott? Warum lernen ihn nicht alle kennen? Warum hast du diesen lebendigen Gott bisher nicht kennengelernt? Die Antwort ist, weil es ein Problem darin gibt, Gott kennenzulernen, ihm nahe zu kommen. Und das zeigt uns die Bibel an vielen Stellen. Gott kam Israel nahe am Horeb, als er den Bund mit ihnen schloss, und er ließ seine Stimme hörbar erschallen von diesem Berggipfel, der in Flammen stand, weil Gott herabgekommen ist und sich dort offenbart hat. Und was ist die Reaktion des Volkes? Sie sagen, Mose, geh du bitte und rede du mit Gott, dass wir nicht länger seine Stimme, die lauter ist als der Donner, dass wir diese Stimme nicht hören müssen. Wir kommen um. Petrus wird von Jesus gesagt, fahr nochmal raus, wirf deine Netze aus. Und dann passiert das Wunder und das Netz kommt vollgezogen mitten am Tag mit Fischen ins Boot. Und Petrus ist so erschrocken, weil er war sein Leben lang Fischer. Er ist so erschrocken davon, was das Wort von Jesus bewirkt hat, dass er zu Jesus Abstand nimmt und sagt, Herr, weiche von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er versteht, dass da jemand vor ihm steht, der nicht von dieser Welt ist. Etwas völlig Fremdes und Höheres steht vor ihm. Paulus begegnet Jesus auf dem Weg nach Damaskus und er wird zu Boden geworfen, seine Augen erblinden und er ist voller Angst. Wir sehen die Jünger mitten im Sturm auf dem See Genezareth und dann steht dieser Jesus auf und befiehlt dem Sturm, er soll still sein und der Sturm gehorcht dem Herrn Jesus. Und dann heißt es so treffend im Text, während dem Sturm hatten sie Angst, aber nachdem plötzlich Wind und Wellen stillstehen, durch das Wort dieses Mannes, heißt es im Text, und die Jünger fürchteten sich mit entsetzlicher Furcht und fragten unter sich, wer ist dieser, dem Wind und Wellen gehorsam ist?
zollen. Und auch in Jesaja 6, dort sehen wir, wie der Prophet von Gott eine Offenbarung bekommt und Einblick in den Thronsaal Gottes bekommt. Und er sieht den, der auf dem Thron sitzt, und diese brennenden Engelswesen, die Seraphim drumherum, die mit lauter Stimme rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und Jesaja sagt nicht, wow, klasse, toll, Mensch, Gott, das ist richtig klasse, sondern er sagt, wehe mir, ich vergehe, ich bin ein Sünder. Und auch Johannes in Offenbarung Kapitel 1, da begegnet er dem auferstandenen Christus und er fällt zu seinen Füßen nieder und es heißt im Text, wie tot. Es gibt etwas, das den Menschen, das dich und mich, davon abhält, Gott einfach so kennenzulernen. Es ist ein bisschen wie, wenn man zwei gleiche Pole von Magneten zueinander bringt. Da ist etwas, man sieht zwar nichts, aber da ist was dazwischen. Es geht nicht zusammen. Oder wenn man ein Blatt Papier ins Feuer hält, diese zwei Dinge können sich nicht miteinander vertragen. Das eine verzerrt das andere. Oder wenn man ein bisschen Schnee in kochendes Wasser wirft, beides kann nicht zusammen existieren. Das eine schmilzt das andere. Und irgendwie ist es auch so mit Gott. Und da gibt es eine Ursache, die uns davon abhält, Gott zu kennen und die es für uns gefährlich macht, Gott zu kennen. Da Gott kennen bedeutet, ihm nahe zu kommen. Denn wir kommen ihm nahe und können ihm nur nahe kommen als Sünder, denn wir sind Sünder. Wenn wir diesem Gott nahe kommen, dann wird unser ganzes Leben, jeder Moment, jeder Gedanke, jede Tat, unser ganzes Innerstes wird vor ihm wie ein offenes Buch aufgedeckt und wir stehen als wir selbst vor diesem vollkommenen, alles durchdringenden, heiligen und verzehrenden Feuer und Licht und Herrlichkeit und Heiligkeit. Und deshalb wollen wir nicht zu Gott kommen, ihr Lieben, weil zu Gott kommen geht an unsere wirkliche Existenz. Es ist so der schmerzhafteste Moment, wenn du dir eingestehen musst, dein Leben hast du verwirkt. Du hast am Leben vorbeigelebt. Du bist nicht in Ordnung, wie du bist. Das ist uns so zuwider. Wir wollen davon Abstand nehmen. Und deshalb diese Gefahr, zu Gott zu kommen, bei dem alles aufgedeckt wird, ihr Lieben. Bei dem alles bloßgestellt wird. Zu hören, mit dir stimmt etwas nicht. Du bist mit Schuld beladen. Du bist sündig. Du bist nicht geeignet für diesen herrlichen, guten, vollkommenen und reinen und liebenden Gott. Das ist so schmerzhaft zu hören. Aber es ist die Wahrheit. Und Gott sagt selbst, kein Mensch kann mich sehen und lebendig bleiben. Kein Mensch kann Gott wirklich nahe kommen und das überleben, denn sein alles verzehrendes, heiliges, gerechtes Feuer verzehrt alle Unreinheit um ihn herum. Wie könnte also jemand zu Gott kommen, wenn es doch so eine Gefahr ist, zu Gott zu kommen? Wie können wir gleichzeitig uns eingestehen, ja, ich bin Sünder und dieser herrliche Gott, der über allem steht, der will, dass ich ihn kenne, aber wie kann ich ihn kennen, wenn ich nicht zu ihm passe von meinem Wesen? Und wenn ich bisher an ihm vorbeigelebt habe, denn das ist unsere Lebensgeschichte, da ist der eine große Liebhaber, der Gott, der uns kennen will, der gekannt werden will von uns, der unser sein will und will, dass wir sein sind, der sich uns ganz hingeben will, dass da dieser Gott ist, aber dass wir an diesem großen und wahren Liebhaber der Weltgeschichte vorbeigelebt haben. Er ist der Gott, der will, dass wir in ihm das finden, was wir suchen. Aber wir, ihr Lieben, wir sind diesem wahren und einzig wahren, echten, ewigen Liebhaber fremdgegangen. Fremdgehen ist ein richtiges Wort, um das zu bezeichnen. Dass er der eine wahre Liebhaber ist, aber wir klammern uns an die Kleinigkeiten dieser Welt und rennen diesen Dingen hinterher und lieben sie und wollen sie haben, verzehren uns danach. Aber dem lebendigen Gott gegenüber sind wir ignorant und stellen ihn an die Seite. Ja, ihr habt schon mal diesen Satz gehört, in irgendeiner Unterhaltung zumindest. Mensch, der hat diese Frau nicht verdient. Oder Mensch, sie hat ihn einfach nicht verdient. Wir haben Gott nicht verdient. Das ist die Wahrheit. Wir haben ihn nicht verdient. Wir sind ihm fremdgegangen, indem wir alles in der Schöpfung gesucht haben, was wir hätten beim Schöpfer suchen sollen. Und da wird es persönlich. Wir sind schuldig geworden an diesem Gott,
an diesem herrlichen Gott. Aber das Unfassbare ist ja, dass ich hier nicht aufhören muss zu predigen, sondern dass ich voller Freude im Herzen sagen darf, dass es da eine frohe Kunde gibt, eine gute Neuigkeit, nämlich dass Gott, dieser Liebhaber, sich auch darum gekümmert hat. Sich um diese Trennung und diese Ablehnung hat er sich gekümmert. Stell dir mal diesen Moment vor. Du trittst in das Licht Gottes. Und in diesem Licht erkennst du dich selbst. Und du siehst, mit mir stimmt etwas nicht. Ich habe das Ziel des Lebens, ich habe Gott verfehlt. Aber dieser Gott tritt dir nahe und sagt, weißt du, gib mir das alles mal. Dass du mich hast bisher links liegen lassen, gib mir das her. Die Lüge von gestern, das harte Wort, was du gestern an deine Frau gerichtet hast, was mir überhaupt nicht gepasst hat. Dein Neid gegenüber deinem Arbeitskollegen. Deine mangelnde Liebe zu anderen Menschen. Und all die Dinge, gib sie mir ab. Ich kümmere mich darum. Und dann läuft der Vater, der das alles von dir genommen hat, mit, von dir weg. Und du siehst, wie er zu seinem Sohn geht und ihm das abgibt. Und er sagt, okay, ich kümmere mich darum. Und der Vater dreht sich zu dir um und sagt, du darfst kommen, wir kümmern uns um alles. Und wie Gott sich darum gekümmert hat, wisst ihr, dass der Sohn die Schuld, diese Last auf sich, auf seinen Rücken geladen hat, ans Kreuz gegangen ist und dort die Strafe, die wir verdient haben, auf sich genommen hat. Damit der Vater an ihm Gerechtigkeit vollziehen kann, damit er dir heute Frieden geben kann. Damit du heute Gott kennenlernen kannst und es für dich keine Gefahr ist, diesen Gott kennenzulernen. Hörst du heute seine Stimme? Er will, dass du ihn kennenlernst. Und er will deinen langweiligen Glauben, der dich zu Tode langweilt, er will diesen Glauben heute vor deine Augen stellen und sagen, wirf das in den Dreck, aber nimm mich an und komme zu mir und lass mich dich finden. Und lass uns einander kennenlernen, indem du aufs Kreuz blickst und meine Liebe erkennst, der ich den Weg selbst für dich freigemacht habe, dass du zu mir kommen kannst. Jesus ist nicht nur der eine wahre Liebhaber und der lebendige Sohn Gottes, sondern er ist auch der Liebhaber, der eine Braut, die ihm fremd gegangen ist, wieder selbst zurückerkauft mit seinem Leib und Leben und seinem Blut. Das heißt, alles ist bezahlt, alles ist erkauft, alles ist vollbracht für dich, damit dieser Weg zu dem höchsten Gut des Lebens, zu diesen unendlichen Welten, die sich das Wesen Gottes nennen, frei für dich ist und dass du Anteil bekommst an diesem lebendigen Gott. Das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich mächtig erweisen und entsprechend handeln. Gott in deinem Leben zu haben, wird alles verändern. Und so will ich uns als Gemeinde von Herzen sagen, bitte lasst uns diese Predigtserie, das Wesen Gottes, gemeinsam und mit einem hungrigen Herzen heute starten. Und lasst uns da, wo wir aufgehört haben, den Herrn zu erkennen und in unserer Liebesbeziehung mit ihm tiefer zu wachsen, wo wir aufgehört haben, mit unserem kleinen Becherlein aus dem Ozean Gottes zu schöpfen, lasst uns da neu anfangen zu beten und heute damit anfangen und an jedem Tag der Woche beten. Oh Gott, lass uns dich kennenlernen und lass uns dich wahrhaftig und mehr kennenlernen. Denn es gibt nichts Höheres als das. Gott kennen ist das Leben in Fülle. Oh, möge Gott das tun unter uns, dass über uns nicht das gesagt werden kann. Das Problem der Hoffnungskirche ist, dass sie vergessen hat, wer Gott ist. Nein, möge von uns gesagt werden können, in dieser Gemeinde wohnt der lebendige Gott. Und diese Gemeinde, diese Leute kennen Gott. Gott ist an ihrer Seite. Und sie leben aus seiner Kraft und Nähe. In Jesu Namen.